Hallo und willkommen zum dieswöchigen Wild Spirits News. Mein Name ist Sibylle und heute spreche ich über Flow oder wie du es schaffst, in deinem Element zu sein. Manchmal, wenn du das tust, was dein Feuer entfacht, passiert etwas Magisches. Die Zeit scheint auf einmal zu verschwinden. Du hörst auf zu denken. Du existierst einfach nur noch in einem Zustand von Seligkeit. Wenn deine Leidenschaft ein Element, ein darstellendes Element enthält, wie zum Beispiel, dass du ein Musikinstrument spielst, dann wirst du in diesem Zustand deine Höchstleistung erbringen, sozusagen, also so gut spielen wie sonst nie. Und es wird sich komplett mühelos anfühlen. Psychologen haben ein Wort für diesen Zustand gefunden und das heißt Flow, also Fluss auf Englisch. Und dieser Zustand ist so schwierig herzustellen, wie er zu definieren ist. Deine Mission heute ist es zu lernen, den Flow regelmäßiger und verlässlicher zu erreichen. Aufgabe Nummer 1 heißt, was bedeutet Flow? Wie bereits erwähnt, ist Flow ein Zustand der mühelosen Kreativität oder Konzentration. Du bist dir vielleicht nicht mal bewusst darüber, dass du im Flow bist. Oder wenn du dir darüber bewusst bist, dann fühlst du eine gewisse beschwipste Freudigkeit. So, wirklich fast so, als ob man einen Schwips hätte von Alkohol. Ein Element ist, dass die Zeit zu verschwinden scheint. Du schaust 5 Minuten später auf und auf einmal fällt dir auf, dass 2 Stunden vergangen sind. Du fragst dich, wo ist denn jetzt die Zeit geblieben? Du hast das Gefühl, dass du das, was du tust, den ganzen Tag machen könntest. Von Läufern, also zum Beispiel Marathonläufern, hört man oft, dass sie im Flow das Gefühl haben, dass sie nie müde werden. Es ist nun ziemlich schwierig, diesen Zustand bewusst herzustellen. Oder ehrlich gesagt, es ist unmöglich. Aber es ist möglich, dich sozusagen in seinen Weg zu stellen, in diesem Zustand. Also die Umstände zu schaffen, die denen zuträglich sind. Und das ist das, was du in Aufgabe 2 lernen wirst. Aufgabe Nummer 2 ist, wie du es schaffst, in deinem Element zu sein. Die schlechte Nachricht ist, dass man durch eine bewusste Anstrengung nicht in den Flow kommen kann. Genauso wenig, wie man auf Kommando spontan sein kann. Das funktioniert einfach nicht. Du magst dich jetzt vielleicht fragen, warum das so ist. Die Antwort ist, dass Flow keine Tätigkeit ist. Flow ist ein Zustand, ein Seinszustand. Da geht es um Sein und nicht um Tun. Und du kannst nicht durch etwas, das du tust, einen Seinszustand erreichen, nur durch Sein. Um nun, wie erwähnt, die Umstände zu kreieren, die förderlich sind für diesen Zustand, würde ich dich dazu einladen, dass du dich daran erinnerst, an eine Gelegenheit, wo du mal im Flow warst. Wir, fast alle von uns, haben das schon mal erlebt, dass die Zeit verschwunden ist, dass wir einfach so völlig aufgegangen sind in etwas. Flow wird auch manchmal auf Deutsch mit Schaffensrausch übersetzt. Das ist aber für mich ein bisschen zu eng, weil es geht ja nicht nur um Kreativität. Ich meine, es kann sein, dass du ein Buch schreibst oder ein Bild malst, aber es gibt ja auch andere Leidenschaften, in denen man völlig im Flow aufgehen kann und es muss nicht immer etwas Kreatives, Schaffendes sein. Erinnere dich mal an eine Gelegenheit, wo du das erlebt hast und versuch dich mal im Detail daran zu erinnern, wie die äußeren Umstände waren und wie deine Umstände waren, also dein emotionaler Zustand zum Beispiel, die ganzen Voraussetzungen. Am besten schreibst du es dir auf, ich bin ja ein Fan vom Aufschreiben, und versuch dich genau zu erinnern an die Details. Ich habe mal ein paar Umstände aufgeschrieben, die für viele Menschen förderlich für Flow sind und ich dachte, ich lese die dir mal vor. Entspannt und stressfrei zu sein. Keinen Druck zu fühlen, irgendeine Leistung zu erbringen. Also weder von außen noch von dir selber, dass du dich selber unter Druck setzt, dass du jetzt etwas Klavierspielen etwas besonders gut spielst. Ich spiele Klavier, ich kenne das. Jetzt spiele ich es aber ganz perfekt und dann wird es nie was. In den Flow komme ich immer nur dann, wenn ich mich eben entspanne, sozusagen. In einer ruhigen Umgebung ohne Ablenkungen zu sein. Das ist für mich immer ganz wichtig. Also du solltest nicht mit einem Ohr immer auf die Kinder im nächsten Zimmer hören, ob die was anstellen. Du solltest also nicht abgelenkt sein und eine ruhige Umgebung haben. Und ausgeruht und ruhig zu sein. Das ist auch für viele Leute ein Faktor. Indem du nun diese äußeren Umstände kreierst, die förderlich für deinen Flow sind, heißt das noch nicht, dass er unbedingt jedes Mal passiert. Es ist keine Garantie. Aber wie schon eingangs gesagt, als ich die Mission beschrieben habe,
Es macht es zuverlässiger und regelmäßiger, dass Flow tatsächlich passiert. Du lädst ihn sozusagen ein und dann ist es dem Flow überlassen, ob er kommt oder nicht zum Mittagessen. Ja, also du tust ja sowieso das, was dein Feuer entfacht. Das ist ja nie eine Verschwendung. Du tust es einfach, setzt dich selber in den idealen Zustand und deine Umgebung und dann wirst du erleben, dass Flow immer häufiger fast schon zur Normalität wird. Bringt mich zur Aufgabe 3, lass es mich wissen. Klick Antworten auf der E-Mail, mit der du den Link zum Video bekommen hast und sag mir, was du davon hältst. Bist du vertraut mit diesem Zustand von Flow? Oder ist das für dich was ganz Neues? Kannst du vielleicht gar nichts damit anfangen? Hast du schon bestimmte Umstände, wo du weißt, dass Flow öfters passiert? Was sind so deine Erfahrungen? Ich würde unheimlich gern von dir hören und ich antworte auf jede E-Mail, das verspreche ich. Wenn du den Link zum Video nicht in einer E-Mail bekommen hast, heißt es, dass du noch nicht Teil der Gemeinschaft der wilden Geister bist und auf jeden Fall zu uns kommen musst. Geh auf wildspiritscoaching.com/de und melde dich da an. Du bekommst eine E-Mail pro Woche, es ist 100% spamfrei. Du erhältst zusätzliche Artikel und Informationen und Empfehlungen von Büchern und anderen Ressourcen und manchmal erhältst du exklusive Angebote, die nur für meine Abonnenten sind, die niemand sonst je zu Gesicht bekommt. Also geh auf wildspiritscoaching.com/de und melde dich an. Du kannst auch Wild Spirits Coaching googeln, das bringt dich auf meine Website. Danke fürs Zusehen!